sind die Musi mit dem Hut, den setz mal auf, dann fahren wir fort. Denn mit dem Hut sind wir bekannt im Österreicher Land. Wie wichtig es ist, Traditionen fortzuführen, auch musikalischer Natur, das spürt man hier in Begunje an allen Ecken. Das Oberkrainer Mekka wäre niemals so groß geworden, wenn die Musik von Slauko nicht von Generationen und Generationen weitergetragen würde. Und aus diesem Grunde haben wir heute auch Gäste aus der Steiermark hier, nämlich das Schneiderwirt-Trio. Manda, schön, dass du da seid. Grüß dich. Ihr habt es nämlich auch. Eine Botschaft mitzubringen, und zwar eine der bekanntesten österreichischen Volksmusikbands, die Urväter der volkstümlichen Unterhaltungsmusik aus der Steiermark, die Kernburben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lieber Gottfried, es ist viel mehr von den Kernburben in euch geblieben, als nur der Hut, der Musi mit dem Hut, sondern ich glaube, bei euch schwingt auch ganz viel Verwandtschaft mit. Ja, wir sind mit Kernburbenmusik aufgewachsen. Und wir sind alle drei auch verwandt mit den Kernburben. Das heißt, in Markus, sein Opa, hat bei den Kernburben gespielt. Also das war der Trompeter, der Erich Kern. In Manfred, sein Onkel, das ist auch zugleich mein Vater, der Posaunenfritz. Fritz Begnitter hat da die Posaune gespielt. Das heißt, wir sind alle drei auch verwandt mit den Kernburben. Und wir möchten die Tradition auf jeden Fall weiterführen. Ihr habt aber eigentlich nicht die gleiche Besetzung, oder? Ja, wir haben eine ganz andere Besetzung. Die Kernbuben haben ja die Blasmusik gespielt. Uns geht es ums Liedgut, was da erhalten bleiben soll. So schöne Lieder, der steirische Brauch, der Weltverdruss, ich bin ein Steirer Bub. Das sind alles bei uns Volkslieder geworden. Jeder singt die Lieder. Viele wissen gar nicht, dass das Kernbubenlieder sind. Und wir singen die Lieder einfach bei jedem Auftritt. Die Leute singen mit, Gemütlichkeit entsteht, ein bisschen schunkeln, ein bisschen singen. Genau, das Richtige für mich. Im Auftrag der Kernburm unterwegs, das Schneiderwirt-Trio. Darf ich dich fragen, hast du vielleicht das irgendwann einmal mitbekommen? Ich finde das immer so toll, wenn sich die alten Musikanten, wie eben damals das Slauko und die Kernburm, gegenseitig so respektiert haben. Hast du einmal mitbekommen, dass die miteinander aufgetreten sind? Oder hat sich da eine Freundschaft ergeben zwischen Slauko und den Kernburm? Natürlich waren die gut befreundet. Das Slauko mit den Kernburm, die ganze Gruppe Oberkrainer, waren ja sehr gute Freunde. Es hat da einmal ein sehr nettes Interview gegeben von Slauko, der was gesagt hat zum Sascha, zu seinem Enkel immer schon damals, dass die Kernburben eigentlich für den Slauko die beste Gruppe und in Österreich waren. In Slauko hat das immer sehr gut gefallen, die Lockerheit, was die Kernburben dazu da gebracht haben. Und die waren natürlich gute Freunde. Die Lockerheit, glaube ich, hat auch euch ein bisschen schnell weitergebracht, weil so in aller Munde, wie ihr seid, würde man ja glauben, es existiert schon seit Ewigkeiten. Aber so ewig lang gibt es euch noch gar nicht, oder? Ja, wir sind jetzt das sechste Jahr zu dritt unterwegs als Schneiderwirt-Trio. Angefangen hat alles bei uns daheim im Gasthaus. Haben wir gesagt, spielen wir mal für die Gäste ein bisschen, auch ein paar Lieder. Und ja, die Leute hat es gefallen. Uns hat es vor allem auch sehr gut gefallen. Und es gibt mir fast nichts Schöneres, wenn man dann Leute zum Lachen bringt und erhalten kann. Da wird man fast süchtig, möchte ich sagen, danach. Und darum sind wir jetzt halt unterwegs und es tragt uns immer weiter aus über die Grenzen und es freut uns wirklich. Uns freut es, dass ihr heute da seid. Vielleicht nur ganz kurz. Direkt angeschlossen an den Schneiderwirt, den du ja als Gastwirt auch mit deiner Familie betreust, gibt es auch das Museum der Kernburben. Wie stelle ich mir denn das vor? Machst du da zum Beispiel ein paar Führungen am Tag? Das Kernburbenmuseum, also wir haben schon alle Führungen gemacht, ganz selten im Normalfall macht das die Mutti von Gottfried, die Senior-Schneiderwirtin. Es sind dort zwei alte Bauernhäuser abgetragen worden und ganz alte, Mann, ganz oder? Alte Bauernhäuser und zu einem Museum zusammengebaut. Das steht direkt neben Schneiderwirt. Man kann die ganze Geschichte der Kernburben dort anschauen. Die ganzen Schallplatten sind da drinnen. Tourneepläne. Es gibt einen kleinen Film zum Anschauen. Man geht da von einer Stube in die andere. Super. Also wirklich ein ganz heimeliges Museum und die Geschichte der Kernburben ist wirklich beeindruckend. Dann würde ich sagen, auf zum Schneiderwirt nach Volzberg. Das ist eine Reise wert und dass da die Gaudi nicht zu kurz kommt, dafür sorgt dieses Trio und ihr werdet es jetzt im Video sehen, auch eine Lederhose XXXXXXL. Sie ist aus Leder nur, da brauchst keine Traumfigur. Wir wollten immer schon genau so eine haben. Wir haben jetzt Platz zu dritt, sie hat einen tollen Schnitt. Man muss gestehen, so eine Hosen
lass sie sehen. Sie ist aus Leder nur, da brauchst keine Traumfigur. Wir wollten immer schon eine ganz große haben. Wir haben jetzt Platz zu dritt, sie hat einen tollen Schnitt. Man muss gestehen, so ein Hosen lass sie sehen. Die Lederhosen XXL, da sieht man schon, dass bei euch der Spaß, Gottfried, im Vordergrund, sagen wir mal, nicht im Hintergrund steht. Genau. Wenn man jetzt im Auftrag der Kernburm unterwegs ist, heißt das auch, man darf keine neuen Lieder schreiben und darf nur altes Lied gut spielen? Also darum haben wir gesagt, wir sind das Schneiderwirt-Trio, das lässt uns auch ein bisschen einen Freiraum. Allerdings, die Tradition ist uns ja sehr wichtig. Man sieht es einmal beim Gewand, beim Hut, die Tracht ist eine Kernburmtracht, eine steirische Tracht, aber unsere Musik oder das Programm besteht nicht nur aus Kernburmlieder, sondern eben auch eigene Ideen. Jeder von uns hat lustige Ideen. Mittlerweile gibt es natürlich auch ein paar Komponisten, die für uns Lieder schreiben, aber uns gefreut es einfach, dass man die eigenen Gedanken auch da reinbringt und meistens kommt was Lustiges raus. Ja. Komponiert ihr miteinander oder macht da jeder für sich selber und sagt nachher, lasst sich's dann von den Kollegen zerfetzen? Macht schon jeder selber, dann bei der Probe, dann hört sich jeder an und entsteht viel gemeinsam. Ich hole mir auch viele Ideen vom Wirtshaustisch, also das heißt, wenn dann zu späterer Stunde die Leute so richtig gut aufgelegt sind, dann kommen oft so richtig klasse Sager daher, da sind schon klasse Lieder entstanden. Weil du gerade gesagt hast, Proben, seid ihr eine Band, die bekannt dafür ist, dass sie ganz wahnsinnig viel fleißig probt? Wir haben jede Woche Probe, ja, immer am Montag. Ja, ehrlich jetzt? Immer, ja, das ganze Jahr. Sie haben eine Musikprobe? Das ist die Musikprobe, da ist, sind die Schnapskarten am Tisch halt auch und wir proben direkt in der Gaststube, neben der Schank. Also es passiert schon auch oft. Das ist ja kein Ruhetag, oder? Doch, ja, da haben wir schon einen Ruhetag. Aber es passiert halt oft, dass man die Instrumente gar nicht auspackt. Und trotzdem haben wir probt. Ne? Und trotzdem klingt super, weil ja. Ihr habt ja jetzt schon, glaube ich, zum vierten Mal das Schneiderwirt-Trio-Fest, euer eigenes Fest, bei dir in der Umgebung des Gasthauses. Wie stelle ich mir das vor? Wir sind ja touristisch auch in der Lipizzaner Heimat, die Weißen Pferde. Und im Biber ist ein wunderschöner Platz. Da haben wir jetzt schon ein paar Feste veranstaltet und wir freuen uns schon. Wir planen gerade die nächsten Festtage und es wird eben im Jahr dann, also 2018, das zweite Wochenende im Juni, das ist der Vatertag, ne, ein ganz wichtiger Tag auch für uns. Fast der wichtigste. Wir sind ja alle auch Väter, natürlich, ne, mehrfach sogar. Ne. Und dort wird dann das Fest stattfinden. Drei Tage lang feiern wir wieder gemeinsam mit den Fans. Zu dem Zeitpunkt ist natürlich dann auch schon das neue Album heraus. Ihr seid ja gerade am Arbeiten dran. Ich glaube, im Mai so was wird es erscheinen. Kannst du irgendwas verraten? Ist schon irgendein Saga vom Gasthaus bis aufs Album raufgekommen? Es sind Lieder dabei, wo es dreht sich ums Gasthaus auch. Es sind viele Themen. Die Liebe ist sogar dabei. Ne? Also, und die Heimat wieder. Es ist ganz spannend. Wir freuen uns schon drauf. Wir sind mittendrin. Ich muss mir das wirklich in den Terminkalender eintragen. Ich möchte da auch mal hinfahren nach Pfalzberg und schauen, wie im Schneiderwirt geprobt und gefeiert wird. Jetzt allerdings hören wir, in wessen Auftrag Sie unterwegs sind. Im Auftrag der Kernburben, das Schneiderwirt-Trio. Und bitte unbedingt dranbleiben, weil wir vier singen noch miteinander an. Im Auftrag der Kernburm, da sag mei, grüß Gott, ob Walzer und Polka, die Stickel ist am Flott. Das Schneiderwirt-Trio im schönen Steirer Gewand, a gute Unterhaltung, jetzt alle miteinander. Und da sitzt man in gemütlicher Runde, das Schneiderwirt-Trio mit mir gemeinsam im Gasthaus Aussenig. Das Schneiderwirt-Trio ist erreichbar unter www.schneiderwirt.at. Schaut euch die Live-Termine an, die muss man auf der Bühne gesehen haben, hat schon gemerkt. Gemütliche Manda. Und ihr habt auch wirklich ein Wissen über die musikalische Vergangenheit. Wir spielen ja jetzt ein Liedl, da waren wir zwar noch nicht auf der Welt, haben das die Kernburm komponiert, Markus. Genau, ein legendäres Lied der Kernburm, ca. 1950 komponiert worden. Die Höhme aus dem Granadol, wir sind vom Granadol. Und das spielen wir jetzt miteinander. Manda, danke, dass ihr da gewesen seid. Und bitte bleibt bis zum Schluss dran, weil der Herr neben mir singt das dreigestrichene B direkt in mein Ohr. Auf geht's!
Rauschen kommt, volle Rauschen nach, gibt's ja auch für die Bar, gibt es. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, wenn Sie nun hier klicken, landen Sie auf der Gute Laune TV Homepage. Klicken Sie hier, können Sie unseren YouTube-Channel abonnieren. Und klicken Sie hier, sehen Sie unser nächstes Video.